Ja, die 4 Wochen gingen auf jeden Fall schneller rum, als man am Anfang denkt. Ja. Und war jetzt aber auch froh über die eine Woche sozusagen ein bisschen entspannter, Deload-Woche. Ja, also man hat schon gemerkt, sozusagen 1. Woche bis 4. Woche, dass da schon der Körper jetzt sozusagen ein bisschen erschöpft war. Ja. Aber dass natürlich auch die Kraft jetzt auf jeden Fall da war. Dips mag ich ja eh, die liefen sehr gut. Also ich glaube 7, genau, bilde ich mir ein. Ja, vielleicht kriegen wir sie ja noch 2-stellig. Das war ja mein Ziel. Ja. Die Chin-Ups waren jetzt dann so 5. Ja, ja. Die waren schon anstrengend. Die waren, ja. Da dachte ich, würde mehr gehen schon, aber. Genau, also ich konnte die Füße nicht ganz ausstrecken, sondern musste die so ein bisschen angewinkelt halten. Das war, glaube ich, schon mal ungewohnt sozusagen. Und dann hat so ein bisschen das Gestell natürlich der Barren auch ein bisschen gewackelt. Also ich habe auf jeden Fall versucht, das mit den Pausetagen dazwischen richtig einzuhalten. Und natürlich auch der Schlaf haben wir auch einmal gemerkt. Da hatte ich zu wenig Schlaf, das hat man schon gleich gemerkt. Also ich versuche schon 7 bis 8 Stunden. Und an sich natürlich die Ernährung, immer wieder zu essen. Ja, also im Arbeitsalltag ist es manchmal natürlich ein bisschen mehr Vorbereitung sozusagen an Essen, dass man dann tagsüber was immer wieder hat. Und bei den Dips hoffe ich, dass die 10 jetzt drin sind, wenn wir jetzt schon bei den 7 sind. Und bei den Chin-Ups vielleicht 6, 7. Ja, Handstand dachte ich erst so, oje. Aber es hat sich dann relativ schnell gesteigert, dass ich wirklich sozusagen schon mit den Fußtaps an der Wand dann losgelegt habe und dann auch kurzzeitig schon mal so ein bisschen stand. Doch, ganz gut. Also 4 Fußtaps gehen auf jeden Fall. Und ja, Hüfte natürlich immer noch ein bisschen mehr rausdrücken. Manchmal, glaube ich, so ein bisschen. Genau, aber ich lerne auf jeden Fall dazu, wie es sozusagen, wie ich es dann auffangen oder abfangen kann, mich. Also heute habe ich tatsächlich gedacht, nee, Handstand, die ging am Sonntag tatsächlich sehr gut. Sonntag früh und jetzt heute irgendwie, 2 Tage später, habe ich gemerkt, uff, da ist irgendwie keine Kraft mehr da. Hüfte raus und dann langsam raus. So Felix, wir haben jetzt die 2. Deload-Einheit hinter uns, Push-Tag. Was hast du denn heute alles gemacht? Also natürlich wieder Handstand-Training zu Beginn. War auf jeden Fall gut, aber auch anstrengend. Ja, vielleicht ein bisschen weniger machen diese Woche. Da ist der Deload ganz gut. Ja, sind die Schultern recht müde oder wie geht's dir da im Handstand jetzt? Ja, ich glaube die Arme. Also dann wirklich so lange stehen zu bleiben, bis ich die 4 Fußtapsen habe. Ja, genau. Da machst du dann kommenden Samstag bei deiner 3. Einheit einfach ein bisschen reduziert die Handstand-Einheit. Was hast du sonst heute an Kraftübungen gemacht? Ansonsten hatten wir noch die Dips drin, die gingen sehr gut. Und was hatten wir noch? Ein bisschen Beine natürlich, geht immer. Genau, Shrimp Squats. Ja. Und, ja, die gingen auch gut und Gleichgewicht wird auch besser. Ansonsten, wie läuft es bei der Dragon Flag? Ja, da zwickt es immer ein bisschen zwischen den Schulterblättern. Genau, das ist ein bisschen schade, aber da finden wir bestimmt auch noch eine Lösung. Ja, genau, da steigern wir uns nur langsam in dem Fall. Und dann wird das auch immer besser. Ansonsten, wie fühlst du dich sonst mit der Erholung jetzt im Deload? Wie geht's dir da? Ja, also man merkt auf jeden Fall, der 2. Erholungstag jetzt ist auf jeden Fall schon besser sozusagen.
als der erste, an dem war ich ja schon ein bisschen noch mehr kaputt, habe ich gemerkt. Aber jetzt wird es besser und am Samstag noch. Super, perfekt. Dann machen wir weiter so und nächste Woche starten wir wieder richtig durch. Genau.